Hallo Leute und herzlich willkommen zur Among Us Woche, Tag Nummer 3 und heute mit einer etwas besonderen Runde, denn Arno hatte in den vergangenen Runden nicht sonderlich viel Glück und deswegen haben wir abgemacht, hey, wir machen ein Bündnis, damit du mal länger überleben kannst und du mich auch nicht tötest und so, weil wir hatten so einen kleinen Kleinkrieg, deswegen haben wir Frieden geschlossen. Und wie es kommen musste, bin ich natürlich Imposter geworden. Und was wir aus dieser Runde gemacht haben, das seht ihr hier. Oh, komm, Imposter jetzt. Jawoll, mit Demi. Sehr schön. Okay, wir haben hier die linke Task auf jeden Fall. Okay, lass mal Lights fixen gehen. Ich glaube, ich hol mir jetzt das Vertrauen von Arno. Okay, hier ist nix. So, wir spielen jetzt einfach mit Arno so ein bisschen zusammen. Hi, ich möchte fragen, Loki. Ja? Warum hast du Schlüssel gefaked, wenn wir keine Schlüsseltask haben? Das macht ja, er das immer machen. Das ist eine Common Task. Das hat er letztes Mal auch schon mal gemacht. Ja, aber keiner von uns hat Schlüsseltask. Ne, das habe ich aber letztes Mal auch schon erklärt. Ich stelle mich dahin, um zu gucken, ob ein Imposter auch mit hinläuft. Ich möchte nur anmerken, wenn ich sterben sollte oder so, dann ist es Nestflo, weil ja. Ich glaube, die ganze Zeit jetzt mit Nestflo, damit ich überlebe. Und andersrum, wir haben nämlich Frieden geschlossen in der, ja. In der das Runde. Kann ich das halt nicht bestätigen. Okay, soll ich versuchen, Arno auf meine Seite zu ziehen? Meint ihr, Arno macht da mit, wenn ich jetzt vor ihm wende? Könnte ich ihm vielleicht zeigen. Arno, wo willst du hin? Wo willst du hin? Okay, er geht nicht zum Button, das ist schon mal gut. Fühl ich auf jeden Fall. Okay, wer war das? Ich war's. Okay, Frigo ist tot. Ja, Frigo ist tot. Wo? Ich hab ihn gerade getötet, direkt vor Quantums Augen. Der ist was? In Communication. Auf Quantum richtig entsetzt, so. Was? Scheiße, Flu, das habe ich nicht von dir erwartet. Ich bin ins Beste. Der liegt in Communication. Genau. Also gerade bei mir beim Fixen waren Blocky und noch jemand. Also ich kann also halt ich nur bin sagen, zu spät dass es. Gekommen. Also ich weiß, dass es Arno nicht war. Weil nee, wir waren es sind zusammen. Flo und Arno. Ich hab halt. Frigo. Frigo war der Tote, ja, ne? Frigo habe ich noch nicht gesehen, ich war ein bisschen hinter Arno. Doch, hast du, als du ihn umgebracht hast. In warte mal, Mariah ist tot. Was? War denn jetzt nochmal die Leiche? In Communication. Ja. Aber war kein Double Kill, oder doch? Nee, Mariah. Ja, aber nee, es war ein Selbstreport. Es war nicht. Nee. Kann Quantum nicht gewesen sein. Echt? Also, hat mich irgendwer gesehen? Ja, ich stand neben dir, ins Specimen gerade. Hä, Quantum, pass auf. Hier? Quantum ja. Und Flu können sich proven. Maxi, ich und wer war da oben noch eben, Maxi? Also ich bin Franz bei Simon Says. Das Ding ist, das Ding kann Blocky halt nicht vouchen, ja. Weil die Lichter gingen aus. Ich war alleine an der Electrical Task und dann stand Blocky in mir drin. Das heißt, entweder er kam von links und ich hab's nicht gesehen oder so, er kam von rechts und könnte. Nee, ich kam von links unten. Ich hab bei Dings unten meine Task gemacht bei O2. Und die Sache ist die, ich hab zuletzt Flo und Arno bei Communications gesehen daneben. Ja, beide sind zusammen. Die auch mal und, aber das war dann doch sehr spät für den Report, wenn ihr da direkt reingelaufen seid. What? Wir sind auf jeden Fall einmal noch mal Richtung Office reingegangen. Wer hat denn Mariah das letzte Nachdem, Mal gesehen? Wir haben erst das Wasserrad gemacht und rechts war doch die Tür zu bei Thaus. Wer und da sind Mariah wir reingegangen, da haben wir... Weiß ich nicht. Niemand. Was? Könnte es auch... Hat jemand Mariah gesehen? Weißt du, es könnte es ein Double Kill sein. Guck mal, ihr könnt ja ganz entspannt, weißt du, Flo und ich laufen eh zusammen. Wenn ihr glaubt, dass wir und Double, also hier, ihr wisst schon, dass wir einfach zusammen so ein Imposter-Team sind, dann könnt ihr das auch einfach im Kopf behalten, weil das... Ding ist, kann halt auch einer Imposter sein, einer spielt mit. Also ich prove es einfach, dass es Arno nicht ist. Ja, ja, das ist okay, das ist okay. Ja. Also wenn einer von euch stirbt, dann wissen wir, dass ihr kein Bullshit-Spieler habt. Oha, Blocky. Soll ich jetzt Arno verraten? Weiß nicht, ich glaube nicht. So. Dann gehen wir jetzt wieder zur Navigation rein. Was ist denn Arno? Arno ist weg. Na gut. Hier stelle ich den Regler einmal hoch, so. Ne, runter. Loop. So, dann kann ich hier wieder rausgehen. Das ist Pock und Arno. Pock, Arno und Blocky. Okay. Die Wasserräder muss ich, glaube ich, auch machen.
Und Lights müsste ich jetzt fixen. Und Blocky töten. Blocky hat gesehen, dass ich gefaked habe. Hoffen wir, dass es eine gute Entscheidung war gerade. Lichter sind immer noch aus. Ich fix die mit Pop. Du kommst später zu uns. Das Pop machen. Okay. So, jetzt weg. Dann fülle ich hier meinen Kanister auf. Arno ist wieder bei mir. So. Alter, mein Herz pocht so hart. Jetzt weiß ich nicht, wo ich genau als erstes auffüllen muss. Ich glaube hier, oder? Ich glaube schon. Okay, und Blocky wurde gefunden. Sehr spät. Okay, die Leiche... Oh, scheiße, es sind zwei Leichen. Oh. Okay, also Blocky liegt unten bei den Wasserrädern. Das Licht war aus. Arno und ich standen vor verschlossener Türe rechts beim Eingang. Pock und... Pock kann nicht lange tot sein. Pock hat sich vielleicht gefixt. Das Wasserräder muss dann sehr neu sein. Pock und Winter waren schon drin. Von unten kam auf jeden Fall Demi. Und unten liegt auch die Leiche von... Nee, ich kam nicht von unten. Doch, ich bin... Nein, ich bin da nämlich kurz runtergegangen, als ihr Electrical gefixt habt, um quasi zu faken, dass ich runtergehe, um zu sehen, ob dann oben was passiert. Und ich bin dann direkt wieder hochgekommen. Das ist schon richtig. Okay. Also ich war nicht unten. Also ich möchte auf jeden Fall dazu sagen, dass ich Arno diese Runde nicht komplett proven kann, nur am Ende. Am Ende waren wir zusammen. Ich sag ein bisschen Flo, ich war vorhin unten und hab diese Räder gedreht und dort war ich mit Flo und Blocky. Ich bin dann nach oben gegangen, war dabei Electrical, ich habe nicht Electrical gefixt, sondern darüber den Download gemacht, weil ich gesehen habe, dass Gelb zu Electrical gelaufen ist schon. Ja, ich war mit Pork, hab Licht ausgemacht, angemacht. Und du warst aber mit Blocky unten, ne? Nein, ich habe mit Pork oben Licht ausgemacht. Angemacht, Mann, es ist so verflucht mit diesem Dreckslicht. Aber du warst zuletzt unten mit Blocky an den Rädern. Nein, wir waren alle vier da unten. Und ich bin aber als erstes mit Pock nach oben gegangen sofort. Du kannst ja nicht sein, weil ich habe alle Türen aufgemacht. Flo und ich können uns ja decken bei den. Na, diese Runde können wir uns nicht decken, nur am Ende. Nee, nicht diese Runde, aber letzte Runde sind zwei Kills passiert. Bevor ich jetzt weiter anschuldig, beziehungsweise so. Ja, aber da wissen wir ja noch nicht, ob Mariah vielleicht. Also, es kann ja immer noch Double Kill von uns gewesen sein. Ich will wissen, wo Flo ist. Das können nur wir. Am Ende bei Communication. Wie gesagt, ich war bei Lights. Ja. Ich war noch da, als es angemacht wurde, bin dann runter Communication. Also ich weiß, dass Pock und ich als erstes bei Electrical waren. Also wir waren in diesem oberen Gang noch. Dann kam Arno und ich dazu und dann kam Demi und noch irgendwer. Aber wissen wir, wann die zweite Leichen wissen wir nicht, wo Pock ist, ne? Okay, war schon beim Lightsfix nicht da, deswegen glaube ich, dass der da unten gestorben ist. Also wir müssen warten. Aber Quantum hast du... Bin am ehesten bei Flo. Aber du hast gesagt, du warst bei den Wasserrädern, oder? Nee, ich glaube Quantum nicht. Ich glaube Quantum nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich glaube Flo. Oh, ich glaube, ich sah den Pasta gerade dick rein. Nee, ich glaube, das war richtig. Ich war zu langsam für Quantum. Ich habe Arno ja eigentlich das Zeichen gegeben, ich Vollidiot. Schwierig. 5. 4, 3, 2, 1, go. Wo kann ich die zumachen noch? Kann die noch zumachen? Okay. So, einfach nur um zu zeigen, hey, ist das vielleicht noch ein Imposter unterwegs? Arno ist jetzt halt super verdächtig. Das könnte gut sein. Huch, ist gar nicht Dings losgegangen. Ah, er hat Licht ausgemacht in dem Moment, oder? Scheinbar. Ah, shit. Das hab ich gethrowt. Okay, hier ist einer tot. Da kommt die mir raus. Also. Oh, warte mal, Maxi auch schon tot? Hab ich das gerade richtig gesehen? So, jetzt geht für Arno, dann gewinnen wir. Ist, glaube ich, eigentlich egal, ob ich Tasks mache oder nicht, ne? Pass auf, ich habe gesehen an Vitals, dass jemand tot ist, deswegen habe ich gedrückt. Ich habe eigentlich gedacht, dass es Demi oder Arno sein muss, aber ich bin am Anfang links raus, da waren es Quantum und Maxi mit mir mit, ne? Und Demi und Arno haben sind auf der anderen Seite raus. Wenn jetzt Maxi tot ist, dann muss es für mich doch Quantum sein. Aber Ehre an Arno, sage ich. Moment, ich hab die ganze Zeit bei mir jetzt. Also, Arno kann mich proven, ich habe meinen Scan gemacht gerade. Du bist am Anfang links raus, unten raus, und zwar mit Maxi. Boah,
was weiß ich, was am Anfang dann war. Dann bin ich bei Communications rein und dann standet ihr auch beide an Communications. Jetzt geht für so, Quantum und dann einfach. Geht ihr beide, weg, wieder gemeinsam. Und ich gehe zurück, guck auf Vitals und Maxi ist tot. Und dann darf Demi aber nur Flu killen. Also ich dann weiß, Ehre, dann Ehre an Demi also und Arno. Wenn Arno am Ende überlebt mit Demi zusammen, lieber. Oder ich verwechsel ihn mit Arno. Also Arno, was hast du die ganze Zeit gemacht? Ich bin mit Quantum oben rechts in Medbay oder Labor. Oben rechts? Ja, jetzt gegen Ende waren wir die ganze Zeit, also Arno ist mir gefolgt, wie ich oben im Quantum die Tür erstmal aufmachen musste. Dann habe ich den Knopf gedrückt bei dem, keine Ahnung, wie das links. Du hast doch links das Hauptgebäude verlassen. Boah, ich... Ich hab vergessen. Und ich haben uns irgendwann getroffen. Wer war bei Communication? Ich bin jetzt auf Flu. Letzte Runde? Die Runde, in der jetzt Maxi gestorben ist. Ne, da war ich nicht. Arno, voten war Dimi oder Flu? Da waren zwei. Da waren zwei in Communication vor dem Ding. Aber Arno weiß auch nicht, wer Arno meines Erachtens Maxi. Ich vertraue halt Arno, weil Flo tot ist und wir Flo rausgeworfen haben und das Spiel nicht vorbei ist. Deswegen denke ich, Arno ist es nicht. Ich bin mir halt nicht sicher, ob es Quantum war. Ich würde jetzt eher zu Quantum tendieren, aber. Ich gehe tatsächlich von Dimi aus, weil nee, ich würde als Imposter würde doch nicht jetzt so eine Story raushauen, um die, also. Die hat da zusammen beide. Geht für Flug. Oder auch nicht, keine Ahnung. Yes! Dimi, und jetzt, bitte Dimi, bitte Dimi, kill Quantum, nicht Arno. Ja, perfekt. Sehr schön. Und jetzt hol dir einfach Quantum. Nicht Arno. Bitte Quantum. Dimi, mach diese Runde perfekt. Mach sie perfekt. Nicht Arno. Bitte nicht Arno. Ja. Arno gewinnt diese Runde. Jawohl. Was war das? Oh, Dimi, danke. Ich habe überlebt. Arno, du hast überlebt. Du hast auf mich gehört. Ich sag doch, ein Bündnis mit mir ist dein Überleben wert. Das war dreckig, als du das gemacht hast. Ich hab mich so geärgert. Macht euch nichts aus der Runde. Das Problem war einfach, dass wir was abgezogen haben, was ich eigentlich niemals, also wo ich immer stark gegen war, nämlich ich habe mich mit den Imposter verbündet, weil ich wollte überleben und ich meinte, ich laufe jetzt immer mit Flo rum, ich vertraue Flo, egal was ist. Und dann killt er vor mir. Ich konnte das nicht zurückziehen. Okay, das ist ja klar. Aber das war jetzt so eine Ausnahme, Friedensrunde. Ja, also generell, ich mach das nie wieder, versprochen, weil ich finde, das ist schon sehr assi, aber es war so lustig in dem Moment. Aber als die Leiche da unten entkommst, war, konnte es entweder beide oder einer von euch beiden gewesen sein. Also ich bin